Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wünsche euch einen schönen Montag und einen schönen 1. August. Die Zeit, die rennt einfach. Ja, wir haben jetzt 7:15 und so sieht das Wetterchen jetzt aus. Mal sehen, wir lassen uns überraschen, wie es wird. Ist auf jeden Fall schön angenehm, ist nicht kalt und nicht warm. Und ja, meine Mädels auch schon fleißig am Scharren. Und ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag und schönen Start in die neue Woche. 10.35 Uhr gerade, ist gerade umgesprungen. Und ja, ich bin wieder geschminkt. Diesmal nicht tropisch, aber trotzdem auffällig, wie immer, ne? Ja, das habe ich wieder mit dieser Palette gemacht. Ich wollte ja nicht immer nur bunt und ja, heute habe ich die beiden Töne und den hier genommen. Also ich bin heute braun gehalten. Nicht erschrecken, ich hole euch mal näher. So sehen meine Augen jetzt aus. Das sieht immer so heftig aus in der Kamera. Ja, und Blush, auch der sieht hardcore aus. Den siehst du so in Natura gar nicht. Da bin ich diesmal hingegangen und habe den als Blush genommen. Den Highlighter an den Augeninnenwinkeln und unter der Braue. Und den habe ich hier drüber genommen. Also schön warm gehalten. Genau. So sehe ich aus. Pinsel waschen darf ich auch jetzt gleich. Die sehen nämlich auch aus wie Schweinchen. Ja, soweit ist alles fertig. Das Einzige, was ich noch mal machen könnte, ist Staub putzen und sagt schnell, der Badezimmer immer noch mal über der Armaturen wischen. Dann habe ich soweit alles fertig. Der Wintergarten ist schön, der Garten ist schön. Hier unten ist alles super. Oben auch. Also ich schreie mal nicht so laut. Das ist alles echt prima. Ja, den Garten, den hat der Udo ja gestern gemacht. Da könnte man den Rasen mähen, aber das sieht mir schon wieder so dunkel aus. Ja, und Udo hat mich jetzt gerade ein wenig geschockt. Ich weiß, das Wetter ändert sich nur 800 Mal. Aber ich bin gespannt, ob nächste Woche unsere Kinder ganz normal zur Schule gehen oder nicht. Oder ob sie direkt mit Hitze frei beginnen. Ja, wir gehen ja nächste Woche Mittwoch wieder. Da sollen es 26 Grad sein und der Donnerstag danach 36. Der Freitag auch und ich glaube, das soll auch bis darauf die Woche Montag so heiß sein. Da wisst ihr ja Bescheid, ne? Da lassen wir uns mal überraschen, wie das Wetter alles so ist. Weil gestern Abend war nämlich das Wetter für das Wochenende. Da war das auch den Mittwoch, den Donnerstag, den Freitag so warm, aber da war das wärmste, ich glaube 31 Grad. Und das Wochenende 22 Grad und Regen. Und montags dann wieder warm. Also genau für die Kinder gemacht. Ja, und jetzt ballert es voll rein mit 36 Grad, ne? Ich gucke gerade aufs Handy, weil der Udo mir das geschickt hat. Ja, das ist der 10.8. 26 Grad, dann 36, den Donnerstag, Freitag 36, Samstag 36, Sonntag sogar 37 Grad, Montag wieder 36 Grad und der Dienstag dann 31 Grad und bedeckt. Wir lassen uns echt überraschen. Das wird ja. Ja. Sonst ja, kam jetzt gerade mein Endgegner, die Emma. Man merkt, ja, man merkt so den Wandel von Baby zum Kleinkind, dann zum, ja, wie nennt man es? Schulkind. Und jetzt so langsam, ja, ist das Zimmer nicht mehr so schön, wie es mal war. Ne? Da fängt man an, umzugestalten. Wobei, das haben beide meine Kinder von mir. Ich konnte immer umstellen, umräumen, neu einräumen. Aber ich sage, mein Vater, der war wirklich froh, dass ich den großen Kleiderschrank nicht schieben konnte, weil den hätte ich definitiv auch geschoben. Ich habe das auch immer gemacht. Ne? Und das sollen sie auch machen, sich ausleben. Ja, und jetzt sind nun mal ein paar Sachen dabei, die, ja, wo sie keine Lust mehr hat und die kommen dann aus dem Zimmer raus und dann sagte sie, ja, wie sieht das denn so aus mit einem kleinen Sofa da drin und Tischchen und weiß ich nicht und wenn ich mal, ne? Und dann haben wir schon gesagt, hör mal, bei dem, was du alles da im Zimmer haben willst, wo willst du da noch laufen, ne?
Ich meine, ist jetzt nicht so, dass sie ein mickriges Zimmer hatten, ja, aber auch kein Palast oder so. Ja, und dann waren wir ja in Holland bei Lörs und dann hat Emma sich von jetzt auf gleich in so einen Hängesessel verliebt. Ja, und dann haben wir mal gesagt, ruhig mit der Pferde, ne? Und dann haben wir erstmal geschaut, ja, und dann hat der Udo jetzt einen bestellt, der kam an. Also das Ding ist schon schweineschwer. Ich bin mal gespannt, wie das gleich so aussieht. Wir lassen uns überraschen. Ich versuche es mit Emma aufzubauen. Wenn es natürlich nicht klappt, muss es heute Abend der Papa machen. Aber ja, wir geben ja nicht so schnell auf. Und dann schauen wir mal. Ja, so ist das mit den Kindern, ne? Genau. Renny hat heute Training und den Rest gucken wir einfach mal, was so ansteht. Und ich dachte, bevor ich jetzt gleich nass geschwitzt bin und mir die Schminke wieder aus dem Gesicht läuft, zeige ich euch das vorher. Ja, und dann werde ich jetzt mal loslegen. Leute, ich bin im Urlaub. Heute durfte ich mich hinsetzen und Emma hat Nudeln mit Gurkensoße gemacht, komplett alleine. Und das schmeckt sehr, sehr gut. Aber ich sage, wie im Hotel, mega geil. Das lassen wir uns jetzt auf jeden Fall schmecken. Guten Morgen, wir haben heute Dienstag, den 2. August, morgens um 20 vor 9. Die Sonne möchte rauskommen. Heute soll es richtig schön warm wieder werden. Ich glaube 29 Grad. Ja. Ich habe hier schon meine Mädels und Buben da oben schon versorgt. Futter, Wasser, Blumen gegossen. Ein bisschen was hingeschmissen in das Stroh, damit sie suchen müssen. Und jetzt restauriere ich mich erstmal. Und dann werden wir gleich erstmal frühstücken. Euch einen schönen Tag. So, mal wird übergeworfen, denn ich war ja gerade schon bei den Vögeln drin, also in der Foliere. Und jetzt restauriere ich mich mal ein bisschen. Schminken brauche ich mich heute nicht, weil wie gesagt, wird ja ganz schön heiß. Ja, ich glaube, dann ist das eh sinnlos. Ja, dann habe ich mir eine neue Bürste bestellt, also meine alte neue, weil meine ja kaputt gegangen ist. Und zwar diese hier, die liebe ich immer noch. Wir hatten jetzt zeitweise eine andere, bis die hier wieder da war. Und jetzt habe ich die wieder. Ja, also für uns wirklich die allerbeste Bürste. Die Emma, die liebt es wieder, sich selbst die Haare zu kämmen, ohne zu quieken, ohne zu weiß ich nicht. Ihr wisst ja selber, ich habe meine Haare mal festgehalten, weil ich ja, ich glaube, ich bin noch empfindlicher als der Emma. Und ihr seht, ich gehe hier durch und habe die Haare gerade aus dem Handtuch erst raus. Ja, deswegen, ich musste noch oder habe noch was geguckt bei Amazon und habe ich nach der Bürste geguckt und siehe da, die war da. Und habe ich mir die direkt wieder mitbestellt. Ja, also wie gesagt, kein Ziepen, kein Kreischen, kein Schreien. Die kann ich echt, steht da drauf, die ist von Nina Bella. Also die habe ich, wie gesagt, von Amazon alles selbst bezahlt. Die kann ich euch nur empfehlen. Die ist wirklich richtig, richtig cool. Also ihr habt ja jetzt auch gesehen, wie schnell das ist. Vor allen Dingen ist das wirklich bis unten durch. Wir haben hier eine, die ich vorher hatte, die... Ach, wie nennt man die denn? Die kämmt meiner Meinung nach nur das Oberhaar. Das bringt das ja nicht. Und wenn ich bei unseren dünnen Zizzles von Oberhaar rede, dann wisst ihr Bescheid. Ja, Kinder schlafen noch. Da kann ich mir dann noch eine Augenpad gönnen. Wie soll es anders sein? Von Juti. Ich liebe die einfach. Gerade aus dem Kühlschrank geholt. Und da ist auch so viel Flüssigkeit drin. Ich hole die jetzt mal raus, wie das ist. Jetzt kleben die Pads natürlich immer noch hier drin, aber ich zeige euch mal, wie viel da drin ist. Also das ist mega. Ja, für den einen klebe ich es falsch auf, für mich aber richtig. Oh, genau meine Farbe. Wunderbar.
Das ist so geil, ne? Diese Frische. Oh, schön. Richtig toll. Dann kann ich noch ein Stück nach hinten ziehen. Welche habe ich denn da genommen? Ich bin ehrlich, ich habe jetzt so gegriffen. Wonderful Watermelon. Ich rieche nichts. Ist diese Limited Edition, die ich euch mal gezeigt habe. Ja, jetzt trinke ich mir erstmal was und dann genieße ich noch die Ruhe. Ich habe gestern Mittag, glaube ich, das letzte Mal gefilmt. Ja, dann war gestern noch mein Neffe da, dann waren die ja beim Fußball und anschließend habe ich noch mit einer Freundin telefoniert und abends war dann halt Schicht im Schacht, ne? Stimmt gar nicht, ich war noch im Keller und habe noch meine bestellten Sachen quittiert. Stimmt gar nicht, beschriftet. Genau, da kamen nämlich gestern auch Beschriftungsteile, die ich noch brauchte. Und habe ich da nämlich noch gemacht. Genau, ich zeige euch auch Emmas Stuhl, der ist mega geil. Ich glaube, die Emma ging gestern gar nicht mehr da raus. Muss ich sagen, ist wirklich echt cool. Vor allen Dingen ist der für drinnen und für draußen. Also wenn das Gestell und nicht so ein Klopper wäre, könnte man den sogar hin und her tragen. Ich kann euch sagen, das Metall ist genial. Die Füße von dem Dingern, wenn du vortrittst, tut's dir weh. Ich kann ein Lied von singen. Ja, das ist, wenn man die Augen nicht aufmacht und dann davor latscht. Aber die ist glücklich. Ja, da zeige ich euch auch noch. Und dann habe ich mir für 2023 nur einen Familienkalender bestellt. Weil ich bin ja jemand, ich brauche die ganze Woche auf einen Blick. Und ich brauche auch alle Personen hier im Haushalt auf einen Blick. Und der sieht richtig schick aus, muss ich sagen. Den zeige ich euch auch noch. Genau, aber erstmal genieße ich jetzt meine Augenplätze. Hier haben wir einmal das Schätzchen. Ja, das steht noch hier unten, weil hier unten wurde das auch aufgebaut. Ja, sieht einmal so aus. Ich habe schon wieder abge... Das klemmt eigentlich nach hinten, aber irgendwie müssen wir da noch finden. Das hat einen Klettverschluss, seht ihr die weißen Dinger? Aber da kommt halt gar nicht dran. Aber der immer stört das nicht. Das ist eins, was du hier so am Gestell hängst. Das ist kein zweiter in der Decke. Schraubst, dübelst, wie auch immer. Ja, da unten ist der Riesenfuß. Und ja, das ist richtig schön. Das Kissen hier kannst du natürlich auch rausnehmen. Mit einer Hand nicht zu tragen, zu schwer. Ich denke mal, den Bezug, also den kannst du abmachen, den kannst du auch waschen. Weil, wie gesagt, der Sitz ist ja für innen und außen. Den Hund da links, den gibt es nicht. Ja, und so sieht das aus. Ist bis zu 150 Kilo belastbar. Ja, könnte sie, wenn es leicht wäre, das Teil im Zimmer halten oder auch mit rausnehmen. Aber das gibt es hier natürlich nicht. Ja, und das ist super bequem, ne? Also, da setzt die Kinder sich rein, da kannst du auch schön drehen. Und auch ein bisschen schaukeln. Das ist wirklich toll. Die finden das schön. So wie Lenny ist jetzt gerade runtergekommen. Der lag da schon drin. Den musste ich jetzt aber einmal rausschmeißen für euch. Und ja, ist natürlich selber bezahlt. Und Emma genießt es. Oder die Kinder genießen es hier. So, hier haben wir einmal meinen Familienkalender für 2023. Was ich schon schön finde, ist, dass die Blümchen hier so schimmern und leuchten. Den habe ich auch bei Amazon bestellt, ist natürlich selbst bezahlt. Ja, hier habt ihr auf jeden Fall so eine Tasche, wo ihr persönliche Sachen reingeben könnt. Hier einmal eure persönlichen Daten. Dann hat man hier wichtige Telefonnummern wie Hausarzt, Polizei, Tierarzt, Kita und so weiter. Hier hat man einmal die ganzen Kalender von 22 und 23 im Überblick. Hier sieht man die Feiertage in Deutschland, Österreich und Schweiz. Die Schulferien von diesem Jahr, Deutschland und Österreich. Hier haben wir die Schulferien 23, Deutschland und Österreich. Die Schweiz war zu spät. Die stehen hier nicht drin, das soll man dann online gucken. Genau, dann gibt es hier Stundenpläne,
Ist natürlich auch für Schüler gedacht. Jetzt muss ich eine überschlagen. Genau, und dann kann man die jetzt schon im August benutzen. Und was mir eben wichtig war, dass jede einzelne Person ein Feld hat. Man kann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute eintragen. Man hat die komplette Woche im Überblick. Das Wochenende ist farbig gekennzeichnet. Ja, hier, ich habe den Zahnstocher hingelegt, damit wir wissen, damit ich weiß, wo ich aufschlage. Hier kann man Essensideen eintragen, hier was zu erledigen ist, was nächste Woche ansteht. Und hier hat man nochmal den Monat so in kleiner Übersicht. Ja, wie gesagt, jetzt kann man den schon benutzen. Der September hat diese Farbe, ist genauso aufgebaut und so geht er, glaube ich, bis nächstes Jahr. Oktober, müsste man mal gucken, April 23, Juni 23, Oktober 23, November 23, das ist schon mal sehr gut und Dezember auch komplett. Ach, guck mal, sogar Januar 24, mega. Ja, dann hat man hier monatliche Planungsseiten. Das finde ich sehr gut. Hier kannst du Notizen noch hinschreiben. Entschuldigung, dass ich hier immer so quer rüber gehe. Aber ich habe das Stativ hingestellt. Ich weiß sonst nicht anders, wie ich das einigermaßen ordentlich präsentieren kann. Ja, hier sind, was zu erledigen ist im September. Finde ich auch sehr schön. Dann hat man hier das Budget für September, die Einkommen und Ausgaben für September. Muss ich sagen, finde ich auch ganz toll. Das geht nämlich auch für jeden Monat bis Oktober 23, November, upsala, da war ich jetzt zu schnell, November 23 und Dezember 23. Ja, dann hat man hier nochmal so die Kalender in Übersicht. Notizen kann man sich aufschreiben. Also finde ich ganz, ganz toll. Ja, dann geht man weiter. Weihnachten und Ferien. Hier schreibst du deine Pläne für Weihnachten auf, dein Weihnachtsbudget, Weihnachtskarten, wer noch welche benötigt. Kann sich auch bei mir melden. Weihnachtsgeschenke, Weihnachtseinkäufe ist ja immer ganz wichtig. Variiert ja immer. Sommerferienplaner. So war das auch. Gedankenpläne für 23, Gedankenpläne für 24. Einkaufslisten. Das finde ich auch cool. Das fand ich auch gut. Du kannst dir hier aufschreiben, was du brauchst, und die kannst du rausreißen. Also die haben hier so Trennstege. Finde ich ganz toll. Muss ich, ne, kann man immer gebrauchen. Sogar ordentlich viele. Seht ihr? Halleluja, also da kann man einkaufen gehen. So, Jahresübersicht 24. Adressen und Kontakte, so ein Büchlein ist dabei, finde ich auch sehr toll. Ne, dass man jeden da mal reinschreibt, dann ist ein bisschen unterwegs. Ist sogar 25 schon und weiß nicht Bescheid. Ja, und hier hinten hast du noch so Aufkleber. Die sehen so aus, einmal für Schulschluss, Urlaubsende, Urlaubsbeginn, Arzt, Zahnarzt, Augenarzt, Kosmetik, Friseur, Tierarzt, TÜV, Werkstatt, ein Ausflug, abends ausgehen, Geburtstag, Party, besonderer Tag, Erinnerung und wichtig, finde ich mega genial. Da klebt man sich das auf, die Uhrzeit dabei, da gebe ich glaube ich 2 Stück von, ja genau. Ja, das war der Kalender. Das war auch hier hinten drin. Und ich muss sagen, das finde ich mega genial. Also ich glaube, der gefällt mir sogar noch besser als den, den ich dieses Jahr habe. Ja, so ändert sich das immer. Und das ist mein neues Schätzchen. Da, 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 da. Ich bin fertig. Ich muss sagen, der Wolf und seine Babys. Der war ganz schön wir. Nee, aber im Großen und Ganzen war das wieder ein wunderschönes Puzzle. Und die letzten Teile, die hat die Emma mich hier unter Zeit puzzeln lassen. In einer Minute!
Genau, musste ich irgendwie 15 oder 20 Teile puzzeln. Halleluja, aber ich hab's geschafft. Ja, gefällt mir auch wieder sehr gut. Ich habe jetzt hier hinten schon mal alle Blumen gegossen. Das Gemüsebeet wird gerade gegossen. Genau, genau. Mega schönes Wetter. Und jetzt erst, wir haben 7:30. Und jetzt haben wir erst Schatten im Garten. Und guckt mal, die Gurkenpflanze, wohin sie will. Keine Ahnung. Und da oben unser blauer Regen, der das zweite Mal geblüht hat. Udo richtet sich hier hinten sein Reich ein. Und damit ich nicht hier reinkomme, hat er schon mal jede Maske hingegangen und eine dicke Spinne. Und hier sind seine Züge. Also irgendwie ist er schief oder ich halte schief. Eins von beiden. Guten Morgen. Wir haben heute Mittwoch, den 3. August, morgens um 6:30. So sieht das hier noch aus. Noch ist es angenehm. Noch ist es angenehm. Ja, ich habe jetzt leider meine Meckerziegen. Die sind noch im Stall, weil ich gerade hier die Bäumchen und alle gegossen habe und sich darum Pfützen gebildet haben und die nicht direkt schwimmen gehen müssen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Wochenteiler. Und ich werde jetzt noch ein bisschen hier die Blümchen bewässern. Und ja, dann werden wir dann nachher schön frühstücken. Die Hühnchen haben wieder Beschäftigung. Ein Teil ist draußen. Ein Teil ist am Eierlegen, beziehungsweise einer, wenn ich das richtig sehe. Ja, wir haben wirklich schönes Wetter, 35 Grad. Es ist so warm, dass es drin gerade mal aushält. Aber wir wollen ja nicht jammern, wer weiß, wie lange das noch so ist. Ja, jetzt werde ich den Schildkröten ein bisschen Zeugs hier abschneiden zum Futtern. Und dann gucken wir mal. So, wir haben 21:10 Uhr, so wollte ich es gesagt haben. Und es ist immer noch 30 Grad. Halleluja. Ja, dementsprechend kam jetzt heute auch nichts mehr, weil ja, man sich kaum bewegt, außer gleich noch zum Blumen gießen und ja, das war dann. Genau. Ich wünsche euch jetzt einfach einen schönen Restmittwoch. Versucht die Nacht gut rumzukriegen. Wir machen es auch. Die Hühner gehen auch gerade ins Bettchen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.